Was ist Charisma eigentlich noch, außer kein Hexenwerk? Meine Definition für Charisma ist, es ist die Fähigkeit zu erkennen, was gebraucht wird, die Fertigkeit zu tun und zu sagen, was gefragt ist und die Wahrhaftigkeit, sich dabei selbst treu zu bleiben. Wie aber erkennt man genau, was gebraucht wird? Naja, indem man aufmerksamst zuhört. Wenn man das tut, kriegt man relativ schnell heraus, ob jemand eher im Sensus, Corpus, Intellectus oder Lingua-Modus unterwegs ist. Also welche Frequenz er bevorzugt nutzt. Der Sensus-Typ sagt zum Beispiel, da habe ich ein gutes Gefühl, das mag ich, das liebe ich, das fühlt sich gut an. Der Intellectus-Typ sagt, das überzeugt mich, das ist logisch, die Zahlen sprechen dafür, das müssen wir genauer analysieren. Der Corpus-Typ sagt, das bewegt mich, das begreife ich oder da müssen wir nochmal genauer hinschauen. Und zum guten Schluss, der Lingua-Typ spricht davon, dass es ihn anspricht, dass sich das gut anhört oder dass man nochmal genauer hinhören muss. Die Sprache eines Menschen ist aber nur ein Indizienfeld. Über weiteres sprechen wir in Bälde hier in diesem Kanal.